Meine lieben Freunde, liebe Bekannte, ich freue mich, dass wir uns mal hier wieder treffen. Wenn der Ort auch etwas ungewöhnlich ist, so ist doch das Beisammen eigentlich das, was den Ort ausmacht. Und ob das nun mal eine Burg ist oder hier ein Hotelsaal, das ist sekundär. Nun ist es nicht etwa, wenn ich etwas mir ein paar Gedanken gemacht habe bei dem Anhören von dem, was Marie-Louise eben gesagt hat, für mich noch eine weitere Frage, nämlich erstmal, dass es Terrorismus schon sehr lange gegeben hat. Ich will nur auf die Terrorismen dieses Jahrhunderts verweisen. Das ist sicher die Ermordung der Kurden durch die Türken. Dann aber auch sicher die Ermordung von sehr, sehr vielen Millionen Juden durch die Nazis. Auch das ist Terrorismus. Dann haben wir die Bombardierung von Dresden. Das war keine kriegerische Handlung, weil ausschließlich Nichtkombattanten gemeint waren. In der Stadt waren über 100.000 schlesische Flüchtlinge. Es sind weit über 100.000 Menschen zugrunde gegangen durch englische und amerikanische Bomben. Nicht? Und wir haben dann auch sicher terroristische Aktionen, und zwar von beiden Seiten. Nicht, dass, wenn auch unser Herz vielleicht auf einer oder der anderen Seite schlägt, von beiden Seiten haben wir terroristische Handlungen bei Juden und Palästinensern. Nicht, es ist eine terroristische Handlung, wenn ich einen steinewerfenden Jungen erschieße. Ein Beispiel nur zu nennen. Auch das sind keine kriegerischen Handlungen im eigentlichen Sinne. Wir stehen dennoch jetzt vor einer neuen Situation. Vielleicht können wir von den alten Situationen etwas lernen. Was bereitet Terrorismus vor? Was muss in Menschen vorgehen, dass sie zu Terroristen werden? Sicher erstmal eine tiefe Abneigung gegen Menschen, die von sich annehmen, sie seien Elite. Sowohl die ideologische Elite, also die Elite, die durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie, einer bestimmten Religion, einer bestimmten Klasse, eines bestimmten Vereins kommen kann, als auf der anderen Seite auch die Leistungselite. In Amerika haben wir beide Eliten, die aufgrund dieses auch elitären Verhaltens, in beiden Dimensionen elitären Verhaltens, sich manche Feinde schaffen können von Menschen, die sich als Subelite verstehen, die sich an dieser Elite stoßen, die nicht wissen, welche Funktionen Eliten in unserer Gesellschaft haben und die Eliten hassen. Und wenn wir einmal in uns selbst hineinschauen, dann werden wir vielleicht die ein oder andere Elite auch deshalb nicht leiden mögen, eben weil sie ihr elitäres Verhalten zu stark prostituiert. Der Terrorismus hat eine neue Dimension bekommen, dass der Terrorist nicht mehr streng lokalisierbar ist. Die Nazis waren streng lokalisierbar, nicht? Die englischen und amerikanischen Bomber auf Leipzig waren streng lokalisierbar, die Türken sind streng lokalisierbar in ihrem Völkermord gegenüber den Kurden, gegenüber den Armeniern gewesen. Jetzt haben wir ein Netzwerk, das offenbar weltweit verbreitet ist. Auch Deutschland ist damit in dieses Netz einbezogen, auch Deutsche oder in Deutschland wohnende Menschen, doch Deutsche mit deutschem Pass in Deutschland wohnende Menschen. Das ist eine völlig neue Situation. Und dieses Netz zu zerschlagen, ist eine Aufgabe, die eine ganz grundsätzliche Veränderung unseres Denkens, auch unseres Denkens, einfordert. Denn das Nichtverstehen dieses Netzes ist fast so gut wie das Unterstützen des Netzes.
Dieses Netz, das gebildet wird von Menschen, die sich jetzt als Gegenelite, also Elite gegen Eliten verstehen, das ist viel weiter verbreitet, als man meinen möchte. Es ist letztlich das Netz von Menschen, die sich in irgendeiner Weise benachteiligt fühlen, unterdrückt fühlen, nicht wahrgenommen fühlen von Eliten. Das Maß an Ungerechtigkeit und das Maß an mangelnder Zuwendung, an Vereinsamung, wenn dieses einmal unter uns noch weiter um sich greift, dann sind potenzielle Terroristen mentale Terroristen. Nicht vielleicht physische, sie werfen keine Handgranaten. Unter uns auch denkbar und möglich. Gerechtigkeit und Toleranz sind die elementarsten Voraussetzungen, die uns alle ergreifen müssen und erfassen müssen, damit wir immun werden gegen den Terrorismus und nicht nur hier immun, sondern auch hier immun werden gegen Terrorismus. Die Botschaft, die wir heute zu verkünden haben, gleich wo auch immer wir stehen, in welchem Unternehmen, in welcher Familie, ist die Botschaft, Gerechtigkeit und Toleranz zu leben und nicht nur zu lehren. Wenn es uns das gelingt, eine Umkehr des Denkens in Gerechtigkeit und Toleranz bei den Massen zu erzielen, dann, glaube ich, hat auf die Dauer diese Krake Terrorismus keine Chance mehr, lange zu überleben. Der Krieg, der jetzt geführt werden wird, gilt wahrscheinlich an erster Stelle dem Irak. Denn die Schiffe und die Flugzeuge sind im Wesentlichen im Golf stationiert und nicht in Afghanistan. Das dürfte ein zweiter Schlag sein. Und ich sehe jetzt auch wieder Ansätze vom Terrorismus bei der Elite Amerika, Vereinigte Staaten von Amerika, dass sie die scheinbare Niederlage des Zweiten Golfkrieges wieder wettmachen wollen und diesmal Saddam Hussein wirklich zum Ende bringen möchten. Toleranz, Gerechtigkeit setzen auch die Fähigkeit voraus, zu verzeihen. Und dass der Sohn dem Vater Gerechtigkeit antun lässt, dadurch, dass er die 3 Millionen, die noch immer auf den Kopf von Saddam Hussein ausgesetzt sind, sich verdient, halte ich nicht für ein Zeichen von Toleranz. Aber hier wären wir auch schon eigentlich bei unserem Thema, nämlich dem ethischen Aspekten der Wertschöpfung im Unternehmen. Auch hier spielt Gerechtigkeit und Toleranz eine erhebliche Rolle. Auch hier muss Gerechtigkeit und Toleranz gelernt werden. Auch hier liegt Gerechtigkeit und Toleranz ja im Argen. Und wir kennen mittlerweile eine Art von ökonomischem Terrorismus, der nicht unter dem Titel der Globalisierung läuft. Nein, gar nichts gegen Globalisierung. Aber die so geschehene Globalisierung könnte terroristisch werden, könnte Terror verbreiten, Angst und Schrecken. Zunächst mal, mein Thema heißt das Management, darunter will ich mal leitende Angestellte verstehen, der Einfachheit halber, und unter Wertschöpfung die Menge der Erlöse, der nach außen abgegebenen Güterwerte, also wenn Sie wollen, minus den Vorleistungskosten für die von außen hereingekommenen Güter. Ich weiß, dass diese betriebswirtschaftliche Definition nicht die einzige ist, sondern es gibt auch andere, nämlich den Beitrag eines Unternehmens zum Volkseinkommen, kann man auch sagen. Aber wir nehmen einfach jetzt mal die letztere und fragen, was kann im Unternehmen konkret geschehen, damit Gerechtigkeit und Toleranz als zwei wichtige und unverzichtbare Ausdrucksformen der Biophilie wirklich werden.
Ich will das als erstes mal nennen, das Führen. Was bedeutet denn eigentlich Führen? Im Sinne eines ethisch verantworteten, gerechten und toleranten Tuns. Die bei mir im Seminar gewesen sind, kennen dieses schöne Bild. Hier sind die Mitarbeiter, hier ist der Entscheider, hier sind seine Mitarbeiter, hier ist die zu lösende Aufgabe. Diese drei bilden eine dialektische Einheit. Soll heißen, wenn sich eines ändert, ändern sich die beiden anderen auch. Man kann also nicht deshalb, weil jemand in einer bestimmten Aufgabenlösung und mit bestimmten Mitarbeitern ein guter, hervorragender Vorgesetzter war, schließen, dass er das mit anderen Mitarbeitern bei anderen Aufgaben auch ist. Es kann sein, aber es muss nicht sein. Führen bedeutet, erstmal den Aufbau eines sozialen Systems, möglichst vom Typ Team. So, und wer führt gut? Gut führt der, also im Sinne auch der Wertschöpfung, der innerbetrieblichen Wertschöpfung, der die funktionalen Aufwandsgrößen mindert. Das ist Zeitaufwand, das ist Geldaufwand, das ist aber auch emotionaler Aufwand, das ist sozialer Aufwand. Das sind alle Formen auch der psychischen Aufwandsgrößen, die ein Mensch überbringen muss im Unternehmen. Etwa die Aufgabe von bestimmten Wertvorstellungen und so etwas. Das sind alles Aufwandsgrößen, die mittelbar oder unmittelbar geldwertig sind. Und das Zweite ist die personale Optimierung. Die personale Optimierung meint, dass der Führende nur dann gut führt, wenn er in seinen Führungsinteraktionen seine eigene, bitte die eigene nicht vergessen, und die seiner Mitarbeiter soziale und fachliche Performance fördert. Dass ein Unternehmen hat nicht die Fähigkeit und die Bereitschaft, alles zu fördern, alle Dimensionen des Menschlichen zu fördern, nicht die musischen oder die sportiven, jedenfalls im Allgemeinen nicht, sondern eben die wirtschaftlich relevanten, und das ist die fachliche und soziale Performance. Wenn die nicht gefördert werden, dann wird das Unternehmen früher oder später, da die Optimierung in diesem Bereich auch diesen Bereich betrifft, nämlich wenn ich die Menschen, mit denen ich zusammenlebe und mich selbst fördere, dann kann ich ruhig sicher sein, dass ich erstens biophil, soweit das in einem Unternehmen eingefordert ist, handle und zweitens auch früher oder später die funktionalen Aufwandsgrößen mindere, also auch den ökonomischen Erfolg besser und sicherer erreiche. Wie der Betreffende oder die Betreffende das macht, das ist völlig gleichgültig. Nicht? Ich kenne Menschen, die führen wie auf dem Kasernenhof und optimieren trotzdem personal und funktional. Und ich kenne Menschen, die absolut chaotisch führen, die auch funktional und personal optimieren. Und auf diese Weise nicht nur das Unternehmen zu einem erfolgreichen Wirtschaftsunternehmen machen, sondern auch zu einem biophilen, systemisch biophilen Gebilde machen. Wenn die Unternehmenskultur so aussieht, dass hier wirklich gefördert wird, dann ist das biophil. Wenn ein Vorgesetzter nichts tut für die Förderung, die soziale und die fachliche Förderung seiner Mitarbeiter, dann ist er ein schlechter Vorgesetzter. Und ich bin mittlerweile jetzt nur noch in 8 Unternehmen Aufsichtsrat. Und wenn das ein Vorstand macht, dann kriegt er einen Auflösungsvertrag seines Bestellungsvertrages. Und ich lege auch Wert darauf, dass alle im Unternehmen führend Tätigen unterschreiben, dass diese doppelte Optimierung, nämlich die funktionale, senken funktionale Aufwandsgrößen, also auch die Entfaltung von personalen Möglichkeiten der Mitarbeiter, auch der eigenen, wer diese Doppelzielentscheidung nicht schafft, zum Führen ungeeignet ist. Das unterschreiben alle, die ich
die Unternehmen, denen ich beraten habe. Und wir sind dann auch sehr hart und die Personalabteilung, das geht ja dann runter bis zum Poliersaumer im Hoch- und Tiefbau oder bis zum Meister im Maschinenbau. Nicht, Sie müssen das unterschreiben. Und dann steht als nächster Satz dazu, wer dazu nicht in der Lage ist, der hat keine Chance, im Betrieb weiter aufzusteigen. Und wenn betriebsbedingte Entlassungen notwendig werden, wird das mit berücksichtigt werden müssen. Auf diese Weise stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das denn eigentlich, die soziale Optimierung? Wie geschieht soziale Optimierung? Wie kann ich sie messen? Nicht die fachliche Optimierung, die kann ich mehr oder weniger an den Begabungen, der Entfaltung der Begabungen meiner Mitarbeiter messen. Aber was ist eigentlich soziale Optimierung? Und da haben wir als elementare Messgröße zunächst mal eingeführt den Aufbau eines Vertrauensfeldes. Wer kein Vertrauensfeld aufbauen kann, ist sozial ein Krüppel. Im sozialen Begabungsfeld ein Krüppel. Nicht? Und weil wir bei Befragungen, bei Stichproben nicht schlecht feststellten konnten, vor allen Dingen, was gewerbliche Mitarbeiter unter Vertrauen meinten, haben wir ihnen einen Zettel gegeben, so ein DIN A4-3-Blatt mit 10 Fällen, wo dann Fälle von Vertrauen aufgezeichnet sind, konnten sie zwei sich aussuchen und am meisten wurde notiert, wenn ich Mist gebaut habe, kann ich ohne Angst zu meinem Chef gehen und mit ihm darüber sprechen. Und wenn das in einem Unternehmen so ist, dann habe ich nicht mehr viel zu tun, dann muss ich bestensfalls nur noch die Unternehmensstrukturen optimalisieren, aber nicht mehr die Unternehmenskultur. Den Aufbau von Vertrauensfeldern nach innen und außen halte ich für die wichtigste biophile, toleranzschaffende und Gerechtigkeit realisierende Funktion des Führens. Natürlich, wenn jemand den Sachverhalten, die zugrunde liegen, nicht die geringste Ahnung hat, ist natürlich auch zum Führen ungeeignet. Noch einmal, er muss in der Lage sein, nicht nur die personale Optimierung zu leisten, sondern auch die funktionale Optimierung zu leisten. Beides ist zusammen, gehört zusammen. Beides muss in einer Mehrzielentscheidung von Fall zu Fall bedacht werden. Es werden sich in jedem Unternehmen Routinen einschleichen, und das ist auch gut so. Diese Routinen erlauben es, so zu handeln, ohne erst lange nachdenken zu müssen. Es sind Selbstverständlichkeiten. Es sinkt ein in die Basic Beliefs, in die Grundüberzeugungen, die in einem Unternehmen, die das Unternehmensgeschehen tragen. Ein weiterer Punkt, in dem sich auch jetzt zeigen kann, wie konkrete Biophilie sich ausmacht in einem Unternehmen. Hier wollen wir mal die Hard Facts hinschreiben und hier die Soft Facts. Dazu gehört sicher Kapital, wenn wir schon so großzügig sein wollen und das Kapital als Faktor nehmen, dann die Arbeit. Dann früher Grund und Boden nach den alten Lehrbüchern. Nicht? Heute gehört da eher das Anlagevermögen dazu und die Umwelt. Dann innovatives Wissen, Unternehmenskultur und die Fähigkeit zur Mobilität. Führen ist nur dann, erfordert nur dann das Postulat der Gerechtigkeit und der Toleranz, wenn es dazu kommt, diese sechs Faktoren optimal zu allozieren, also aufeinander zu beziehen und durchzusetzen. Wenn ein Faktor davon fehlt,
dann geht es diesem Unternehmen nicht lange so gut, wie es ihm gehen könnte, als wenn er da wäre. Wir haben weitgehend, die Soft Facts sind weitgehend aus dem Auge verloren worden. Die Unternehmenskultur habe ich Ihnen im Wesentlichen schon beschrieben am vorhergehenden Beispiel. Setzt immer voraus, neben der ökonomischen Verantwortung, die das Unternehmen und das unternehmerische Handeln bestimmt, auch die soziale Verantwortung, wenigstens in dem Sinn des Aufbaus eines Vertrauensfeldes nach innen und außen. Nicht das, also hat immer einen ethischen Faktor und einen ökonomischen Faktor, die Unternehmenskultur. Das sind immer, auch hier wieder Doppelzielentscheidungen, wie eben schon gesagt. Das innovative Wissen ist nicht das Wissen. Man erzählt ja so viel, dass wir in einer Wissensgesellschaft leben. Leider ist das ein dummes Wort, denn Wissen kann ich mir am Computer in beliebiger Weise reinziehen. In beliebigen Mengen, was mein Gedächtnis so alles leistet. Nein, innovatives Wissen heißt Wissen, was in dieser konkreten Situation zu tun ist, und das kann ich mir nicht aus dem Computer rausholen. Es ist auch nicht innovativ und es ist nicht kreativ. Kreatives Wissen wird in vielen Unternehmen sehr klein geschrieben und innovativ ist ein Teil des Kreativen oder umgekehrt. Unter kreativ versteht man die Fähigkeit, gegen Regeln zu denken. Und zwar nicht produktiv, nicht kontraproduktiv, sondern produktiv gegen Regeln denken. Das geht nicht mit dem Internet, das denkt nicht produktiv gegen Regeln, sondern das denkt mit Regeln. Das ist da ist unser Gehirn der größte Feind jedes Internet. Gott sei Dank. Und deshalb wird eine Internetgesellschaft nie vollständig begründet, zu begründen sein, weil die Kreativität und innovative Situationen dem Computer nicht total vermittelbar sind. Denn dazu gehören alle, unter Umständen alle im Unternehmen Tätigen, dazu gehören alle und ihre psychischen, sozialen und emotionalen Bedürfnisse, die dann in verschiedener Gewichtung auch noch zu berücksichtigen sind. Das kann ich als Mensch alles tun, aber dazu werde ich nie einen Computer bringen, das zu tun. Nicht? Und endlich die Mobilität. Da unterscheiden wir erstmal die mentale Mobilität, die sehr viel wichtiger ist als die lokale. Die lokale Mobilität ist in Deutschland gleich null. Wenn jemand mal irgendwo ein Häuschen gebaut hat und zwei Kinder hat, die zur Schule gehen, dann ist seine Mobilität, lokale Mobilität in unmittelbarer Nähe von null. Nicht, das heißt, es bereiten vielleicht 20 Kilometer mehr Anfahrtsweg in Kauf zu nehmen, aber das ist schon ungefähr dann die Grenze. Und eben geistige Mobilität, die ist noch weiter reduziert. Nicht, was ich weiß, ist gut. Lebenslanges Wissen ist für mich kein Lebensprogramm, sondern das Behalten von Wissen, das Bewahren von Wissen, vielleicht sogar die Weitergabe des Bewahrten. Das kann für mich Lebensprogramm sein. Und für manche Professoren ist das sogar Lebensprogramm. Die Mobilität vieler Professoren ist in der Nähe von null, vor allen Dingen in den sogenannten Geisteswissenschaften. Ich habe einen Kollegen, der hat vielleicht vor 20, 25 Jahren angefangen zu dozieren, in St. Georgen, der hat also eine Vorlesung zum ersten Mal einmal ausgearbeitet und liest jetzt wörtlich jedes Jahr das gleiche Zeug vor. Dass wir beide uns nicht sehr gut miteinander befreunden konnten, können Sie vielleicht verstehen. Und jedes Wort, die Studenten lesen dann eifrig mit, und jedes Wort, das neu ist, das wird dann mit großem Hallo begrüßt. Ja. Ja, vorlesen
Vorlesung halten, stammt eben halt dem Wort nach sicher vom Vorlesen, aber der Sache nach sollte es nicht daherkommen. Ich habe 20 Jahre, 30 Jahre lang nie eine Vorlesung vorbereitet, außer dem Titel, das Thema, das ich behandeln wollte. Und dann habe ich frei dazu geredet, meine 45 Minuten. Das bedeutet, dass die Vorlesungsnachschriften, die je vorher angefertigt worden sind, alles nutzlos waren. Können Sie alle vergessen. Ich will mich da nicht als Musterbeispiel von geistiger Mobilität nun vorführen. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass für mich lebenslanges Lernen eine wichtige Voraussetzung ist für geistige Mobilität. In dem Augenblick, wo ich aufhöre zu lernen, bin ich nicht mehr mobil. Ein weiterer Punkt, der zu einer dass das hier natürlich zu einer besseren Wertschöpfung führt, als wenn ich ausschließlich einen Faktor, etwa den des Kapitals, berücksichtige. Ich denke, bedarf keiner näheren Begründung. Einem Unternehmen, dem keine Unternehmenskultur beherrscht wird, kein kreatives, innovatives Wissen vorhanden ist, die ganzen Softfacts, also die Mobilität gleich null ist, das Umwelt beliebig verbraucht und weil es scheinbar oder anscheinend ein freies Gut ist. Und dass die Arbeiter möglichst klein hält und die Arbeiterrechte möglichst reduziert. Auf diese Weise, glaube ich, kann man kein Unternehmen mehr heute führen. Der Unternehmenswert beruht nämlich, der tatsächliche Unternehmenswert, nicht der Unternehmenswert, der die Summe aller Aktien ausmacht, also der sogenannte Aktienwert eines Unternehmens, wie diese sechs Faktoren aufeinander zugeschnitten und bestimmt sind. Und ich bitte Sie hier ruhig einmal zu überlegen, wenn Sie in einem Unternehmen tätig sind, wie und welchen Faktor kann ich in meinem Unternehmen noch besser entfalten? Kann ich in meinem Unternehmen ein besseres Klima einbringen? Kann ich in meinem Unternehmen das fördern, was wirklich zu fördern ist, auch Personal zu fördern? Das ist nämlich vor allen Dingen die rechte Seite, das sind die Soft Facts. Die Hard Facts regulieren sich mehr oder weniger schon alleine. Aber die alleinige Orientierung am Kapital ist deshalb Unrecht, und zwar schweres Unrecht, weil der Faktor Arbeit eigentlich die Güter, die einen bestimmten Marktwert haben, nur die Güter interessieren uns hier, wenn wir von Wertschöpfung sprechen, ein Gut, das keinen Marktwert hat, ist keine Wertschöpfung. Gell? Sie können ein hochintelligentes Computerprogramm schreiben, das keinen interessiert, da haben Sie vielleicht jahrelang dran gearbeitet, aber der Marktwert ist gleich null. Die Wertschöpfung, die Sie geleistet haben, ist identisch null. Es sei denn, Sie wollen noch die passive Wertschöpfung noch dazu nehmen, dass Sie Papier, Bleistifte, einen Computer und alles Mögliche eingekauft haben und auf diese Weise das Bruttoinlandsprodukt vergrößert haben. Also, gehen wir ruhig nochmal auf dieses Sechseck. Mir scheint das Sechseck die Grundlage jeder sinnvollen ökonomischen verantwortenden Führung zu sein. Mit Ausnahme eines Unternehmens, habe ich das auch in allen anderen Unternehmen erfolgreich durchsetzen können, dass hier dieses Sechseck als wesentlicher Inhalt der im Unternehmen Führenden, also der Manager vor allen Dingen, dass das wirklich internalisiert wird. Das müssen wir tun, da müssen wir hin. Und wenn Sie alles das tun, was ich Ihnen jetzt auch noch zur Verbesserung Ihrer Unternehmensstrukturen sagen könnte, wenn Sie das alles tun, dann werden Sie
Mir ist es jedenfalls gelungen, fast alle Unternehmen, die ich beraten habe, auch bei Aktiengesellschaften mit einem Eigenkapitalquote von 5%, wieder auf 25% zu bringen, damit sie wieder überhaupt kreditwürdig sind. Man wird nicht reich dadurch, dass man Shareholder Value alleine macht. Auch. Ein Sechstel. Gut, gehen wir zum nächsten Punkt. Das sind die von meinem lieben Freund Rudi Jantsche von definierten Vibes. Vibes, Werteinstellungen, machen wir auch hier wieder ein Viereck. Werteinstellungen, Erwartungen, Interessen und Bedürfnisse. Die hängen auch voneinander ab. Das gilt nun, wenn für jede schon überhaupt, dass ich versuche, die Vibes des anderen, wenn wir eine Meinungsverschiedenheit oder ein Konflikt bestehen sollte, dass wir die Vibes des anderen kennenlernen müssen, um ihn überhaupt zu verstehen. Was sind seine Werteinstellungen, seine Erwartungen, seine Interessen, seine Bedürfnisse, die ihm zu diesem Ergebnis kommen lassen? Nicht? Und worüber kann man sich dann unterhalten? Nicht etwa an der Surface Structure, an der Oberfläche über die verschiedenen Meinungen, sondern über die verschiedenen Vibes, Werteinstellungen, Erwartungen, Interesse, Bedürfnisse. Und da kann man sich nur noch einigen. Und diese Einigung, ich denke, das ist die Grundlage jeder biophilen Kommunikation, auch jeder biophilen innerbetrieblichen Kommunikation. Ich kann nun endlich viele Konflikte vermeiden, wenn ich die Vibes meiner wesentlichen Mitarbeiter, meiner unmittelbaren Mitarbeiter, sagen wir 5, 6, meistens sind es ja nicht mehr, kenne. Dann trampel ich nicht wie ein Elefant im Porzellanladen herum und trete dem anderen in sein Interessentöpfchen und dem anderen in seinen Wert, in seinen Wertbereich rein und dem anderen dritten in seinen Erwartungsbereich, sondern ich versuche, zum Besten des Unternehmens meine Vibes mit den Vibes des anderen abzugleichen. Und das kommunikativ. Wenn Sie das in Ihrem Unternehmen machen, werden Sie sehen, dass die Menge der Konflikte rapide, der vor allen Dingen destruktiven Konflikte rapide abnimmt. Wenn ich meine Vibes verständlich machen kann und die Vibes des anderen verstehe, dann können wir durchaus zu verschiedenen Ergebnissen kommen, aber wir wissen, warum die Ergebnisse verschieden sind. Nicht? Und das ist ja schon mal doch die Grundlage für vernünftiges Miteinanderumgehens, dass man weiß, wo die Differenzen tatsächlich liegen. Dass nicht etwa in Bosheit und Dummheit liegen, obwohl ich gerne zur Überschrift gewählt hätte. Darüber habe ich hier schon mal vor dieser Gruppe gesprochen. Der Schurke, der eigentliche Schurke, ist noch nicht mal der Terrorist, sondern ist die unendliche Dummheit unserer Politiker, auch vieler Menschen in Unternehmen. Die Gefahr ist nicht der Terrorismus. Die Gefahr ist die Dummheit. Und Platon hat schon recht, wenn er sagt, ich bin gegen die Demokratie, weil sie die Herrschaft des Mittelmaßes und der Dummen bedeutet. Ja, Platon. Ich dachte, man darf ja wohl noch Platon zitieren, nicht? Ich vermeide schon, Karl Marx zu zitieren, aber Platon, das ist wohl zureichend noch unverdächtig. Das Mittelmaß ist die Gefahr.
Und ich fürchte, dass die Terroristen, wenn sie nicht auf Mittelmaß treffen, obwohl selbst meist hochintelligent, keine realistische Chance hätten. Weil sie keine Mitläufer hätten. Und kein Feld hätten, in dem sie sich einnisten könnten. Denn das Feld setzt Mittelmaß, Mittelmäßigkeit voraus. Als weiteren Punkt habe ich mir Motivation nur hier hingeschrieben. Die Motivation ist eigentlich schon gegeben, wenn der Mitarbeiter sich in einem Feld befindet, in dem er seine Vibes anerkannt fühlt. Ist also in keiner Weise unbedingt notwendig, dass die Vibes mit dem seines Vorgesetzten identisch sind. Aber dass er sie anerkannt fühlt. Toleranz und Gerechtigkeit. Auch mit dem Umgang mit fremden oder befremdlichen Vibes. Es gibt nur einen Grund, intolerant zu sein. Und den erleben wir gerade sehr heftig. Das ist die Intoleranz gegenüber aktiver Intoleranz, die reaktive Intoleranz gegenüber aktiver Intoleranz. Das ist das, was wir im Augenblick erleben. Und hiermit wird auch die Grenze und die Möglichkeit gezogen, die ein gerechtes und tolerantes Verhalten gegenüber den jetzigen neuen Formen, der neu gestalteten Form des Terrorismus ist, gibt. Ich muss intolerant sein gegenüber aktiver Intoleranz. Denn sonst hat Toleranz keine Chance mehr unter uns Menschen. Es kommt also darauf an, die Intoleranz zu vernichten, nicht den Terrorismus, der in der Intoleranz seine Wurzeln hat. Wenn es das und wenn uns das gelänge, dass wir miteinander und zwischeneinander und toleranter sein könnten. Das heißt, die Vibes des anderen ernst erstmal kennen, ernst nehmen und wenn möglich auch verstehen lernen. Dann wäre es ein Stück mehr Frieden in dieser Welt. Nicht auch im Unternehmen ist das, dass die Motivation weitgehend schon bestimmt eben dadurch, dass ein Mensch sich in seinen Vibes angenommen fühlt, die durchaus modifizierbar sein können im Gespräch, aber dann angenommen fühlt und damit auch sich selbst motiviert, in diesem Unternehmen mitzuarbeiten, in der Verwirklichung des ökonomischen als auch des sozialen Ziels. Als nächstes habe ich mir aufgeschrieben Betriebsklima. Nun, das gehört ja alles zum Betriebsklima, wenn Sie wollen, was ich jetzt gesagt habe. Ich habe das schon mal auf der Ronneburg gesagt, nachdem ich mein BWL-Studium abgeschlossen hatte, ich bin ja ein Physiker, theoretischer Physiker von zu Hause aus. Und da habe ich ursprünglich dann gelehrt die Wissenschaftstheorie der Naturwissenschaften. Aber als ich dann erkannte, dass immer mehr die Handlungswissenschaften, die über menschliches Miteinander umgehen, handeln, diese Handlungswissenschaften unser Denken bestimmen, wie Psychologie, Soziologie, Politologie, aber auch Wirtschaftswissenschaften, die bitte keine Naturwissenschaften sind, obwohl das manchmal sein wollten. Da habe ich dann Arbeiten schreiben lassen über wirtschaftliche Fragen. Ich habe die Studenten erstmal gründlich gelehrt, im ersten Semester und zwei Semester gelehrt, wie man eine Stichprobe zieht, eine Stichprobe verarbeitet, wie man Korrelationen feststellt, signifikante Korrelationen feststellt, also dieses elementare Handwerkszeug. Die nächsten zwei Jahre dienten dann dazu, wie man richtige Fragen stellt, die tatsächlich statistisch sinnvoll und ein statistisch sinnvolles Ergebnis herstellen.
Es ist wenigstens ebenso wichtig wie die ersten beiden Semester. Denn es werden zum Teil die dummsten Fragen gestellt. Fühlen Sie sich wohl im Unternehmen und fühlen Sie sich zureichend gefördert und so. Und wenn der Betreffende sich mal geärgert hat, 14 Tage später, stellt man die Fragen ein bisschen um, dann kriegt man einen total anderen Fragebogen. Nein, nein. Unsere Studenten haben daran gesessen, 58 Fragen ausfindig zu machen. Das ist der kleinste, sich selbst kontrollierende Fragebogen, auf Konsistenz und Kohärenz kontrollierende Fragebogen, den ich überhaupt kenne. Der größte ist 512 Items, der Minnesota von der Staatsuniversität von Minnesota entwickelte, allerdings im Wesentlichen zu therapeutischen Gründen entwickelt, Test. Und mit diesem Test sind wir dann in die Unternehmen reingegangen oder die Studenten in Unternehmen reingegangen und haben festgestellt, wie viel denn nun wirklich von dem Unternehmen an emotionalen und fachlichen, sozialen Begabungen tatsächlich vom Unternehmen zur Erreichung des Unternehmensziels, also ökonomische, und Aufbau eines ökonomischer Verantwortung, Aufbau eines Vertrauensfeldes, wie viel davon tatsächlich realisiert werden. Das waren 28,4% bei 10 untersuchten Unternehmen, mittelgroßen Unternehmen, 1000 plus minus 500 Mitarbeitern, die wir einfach mal in unserem Institut als mittelgroß definiert haben, also nicht mittelständischen Unternehmen. Nicht? Und sehen Sie, was da für eine Menge, das haben wir dann noch gegenkontrolliert, ob diese persönlichen Einsichten des Betreffenden mit seinen objektiven Begabungen, auch also die subjektive Vermutung über die Begabung, mit den objektiven tatsächlichen Begabungen übereinstimmt. Und wir kamen da etwa auf einen Faktor von 50%, sodass immerhin noch 56% wenigstens vom Unternehmen nicht genutzt wird. Also die Hälfte der Begabung wird vom Unternehmen nicht benutzt. Wir sind sehr streng gewesen bei der Unterscheidung zwischen subjektiver Vermutung über die eigenen Begabungen und den tatsächlichen Begabungen, unternehmensrelevanten Begabungen. Nicht, auch hier sehen Sie, dass es extrem wenig lebensfördernd ist, einen Menschen so zu unterfordern. Das ist ethisch verwerflich. Nicht, das Betriebsklima ist schlecht. Und das schlechte Betriebsklima ist sehr oft dadurch gegeben, dass die Menschen sich unterfordert fühlen oder auch manche überfordert fühlen, jedenfalls nicht in der richtigen Position sich befinden. Dann kommt es mir auch sehr wichtig, darauf an, die Unternehmensstrukturen sinnvoll aufzubauen. Was heißt sinnvoll? Es muss eine Prozesskostenanalyse und eine Wertschöpfungsanalyse muss möglich sein in der gleichen Spachte, sodass wir nicht horizontale Unternehmensorganisationen bevorzugen, ich und meine Mitarbeiter, sondern vertikale, in denen tatsächlich eine Wertschöpfungsanalyse auf der einen Seite und eine Prozesskostenanalyse auf der anderen Seite gemacht werden, wo wir dann gucken können, wo unnötige Kosten anfallen, überflüssige Kosten anfallen. Sie werden sagen, das ist barbarisch. Wenn Sie meistens ist es ja ein Vorgesetzter, der die Kosten produziert, Interaktionskosten produziert, nicht etwa dadurch, dass er kein Vertrauensfeld um sich aufbaut, dass er mit Angst und Schrecken agiert und reagiert und so weiter. Die Spachtenorganisation ist für mich die einzige, die eine saubere Unternehmensanalyse erlaubt. Nicht, wobei ein und dieselbe Maschine durchaus von verschiedenen Spachtenmitgliedern bedient werden kann, das ist sogar wünschenswert,
nicht für jede Sparte, weiß ich, die, eine neue Maschine anzuschaffen, sagen wir im Maschinenbau. Aber die Zeiten müssen genau eingetragen werden, wann von wem die Maschine benutzt worden ist. Es gibt immerhin noch Unternehmen, die mich mit einem Betriebsabrechnungsbogen erfreuen. Die delegiere ich meist gleich weiter an einen meiner Schüler, denn dafür habe ich keine Zeit mehr. Also noch die Prozesskostenrechnung dem Betreffenden beizubringen, dem Controller, dem Finanzcontroller. Das muss er irgendwo anders lernen. Einmal habe ich das gemacht, habe ich im Schafhof habe ich fünf Finanzcontroller gehabt und habe dem nur 3 Tage lang wenigstens die Anfangsgründe einer Prozesskostenrechnung beigebracht. Haben sie alle coole Augen gemacht, haben sie auf der Uni nie was von gehört, behaupteten sie. Nicht? Und bei einer Wertschöpfungsanalyse, das ist relativ klar, der Wert ist immer definiert durch die Nachfrage. Der ökonomische Wert einer Sache wird stets nur definiert durch die Nachfrage und dann müssen wir eben halt die Nachfrage feststellen für ein Teilfertigprodukt oder ein Fertigprodukt oder ein Rohstoff oder was auch immer gerade vorliegt. Dass sinnvolle Lagerhaltung natürlich auch in die Prozesskostenrechnung reingehören, ist selbstverständlich. Wichtig ist aber auch die Optimierung von Informationsgewinnen und Gewinnen und Verarbeiten von Informationen. In vielen Unternehmen weiß der eine nicht, was der andere tut. Und in vielen Unternehmen ist es sehr wenig biophil, dass dieses Unwissen, was rechts und links neben einem geschieht, ein hoher Demotivationsfaktor ist und deshalb nicht das Unternehmen vernünftig leiten, führen lässt. Eine hohe Transparenz ist unbedingt vorzuziehen als einem Versuch, Herrschaft durch Wissen in einem Unternehmen aufzubauen. Je transparenter ein Unternehmen ist, umso besser motiviert ist normalerweise auch ein Mitarbeiter. Normalerweise, es gibt Ausnahmen. Wenn Sie Teilfertigprodukte für Handgranaten natürlich herstellen, dann werden einige Mitarbeiter, wenn sie das hören, nicht mehr sonderlich motiviert sein, bei Ihnen weiterzuarbeiten. Oder wenn Sie was hören von diesem Krieg der Sterne, nicht? Das ist eben bei dem guten W. Bush scheint ein Weltbild zusammengestürzt zu sein, der meint, er müsse, wenn er Raketen abwehren könnte, wäre das Problem gelöst. Na, darum kommt es gar nicht darauf an. Es kommt starke Flugzeuge abzuwehren. Wir haben in Deutschland kein einziges Werk, Atomwerk, das bei einem vollgeladen mit Kerosin vollgeladenen Flugzeug, das auf dieses sich stürzt, so in Frankfurt startet und in Tiflis gegen den Reaktor fährt, was dagegen geschützt sei. Wir haben in Europa rund 100 Kernkraftwerke und wir sind extrem gefährdet. Ein einziges Kernkraftwerk explodiert, nicht durch den Krieg der Sterne, nein, einfach nur durch einen Flugzeugabsturz. Das kann bis zu 1-2 Millionen Tote bedeuten. Frankfurt ist, wenn Tiflis explodiert, tot. Biblis, ja. Biblis. Biblis. Da liegen die Gefahren. Da muss was getan werden an Sicherheit. Aber nicht so ein riesen Netz von Raketenabwehr aufzubauen, wobei dann allenfalls eine Rakete mittlerer Reichweite gefährlich werden könnte. Und jetzt sind sie ja gerade dabei, mit der Begründung der Terroristenvernichtung die Raketen, die potenziell feindlichen Raketenstaaten zu vernichten. Nicht Iran, Irak. Ferner halte ich es für wichtig,
dass jedes Unternehmen, wenn eben möglich, eine genaue Analyse macht dessen, was es aus der Gesellschaft nimmt und der Gesellschaft abgibt, ohne dass dafür Geldströme fließen. Eine sogenannte Externalitätenbilanz. Externalitätenbilanz. Externalitäten sind Dinge, die man entweder aus der Umwelt nimmt, ohne was dafür zu bezahlen, oder die man an die Umwelt abgibt, ohne dafür was zu bezahlen. Die wichtigsten, ich mache es jetzt mal umgekehrt, wie das sonst in den Lehrbüchern drin steht, die wichtigsten positiven Externalitäten sind sicher, dass ein Produkt mit Nutzen geschaffen wird, dann, dass Arbeitsplätze geschaffen werden und zur Verfügung gestellt werden, dass Steuern und Abgaben fließen und damit in einem bestimmten Bereich, eben auch dadurch, dass Gehälter und Löhne gezahlt werden, in einem bestimmten Bereich, der kleiner oder größer sein kann, Liquidität zugeführt wird. Negative Externalitäten scheinen mir zu sein der Umweltverbrauch. Den kann man seit das Statistische Bundesamt jetzt auch den zahlenmäßig, wertmäßig angibt, kann man den ebenso wertmäßig ermessen, dadurch, dass man feststellt, wie teuer wäre es, wenn wir diese verbrauchte Umwelt wieder regenerieren würden. Dann sicher die das ist eine sehr beliebte Form, Kosten aus dem Unternehmen in die Allgemeinheit zu verlagern, nämlich der sogenannte Vorruhestand. Also wenn ich Arbeitsminister oder wäre, dann würde ich das als erstes mal abschaffen. Dann natürlich auch Invalidität, die durch das Unternehmen, durch die Arbeit anfallen kann, auch da ist sehr darauf zu achten, ist eine negative Externalität, wird dem Unternehmen erzeugt und dann ohne Bezahlung an die Umwelt abgegeben. Und endlich die Arbeitslosigkeit mit dem Ziel, den Bilanzgewinn zu optimieren, zu maximieren. Auch hier wird die Umwelt belastet durch die Kosten für die Arbeitslosigkeit. Es gibt sicher eine Form der Arbeitslosigkeit, die berechtigt sein kann, nämlich auch eine Freistellung von Arbeit oder eine Entlassung von Arbeit, wenn sonst der Bestand des Unternehmens nicht gesichert werden kann. Zwar behaupten das mittlerweile alle, selbst wenn der Herr Schremp, 20.000 Leute entlässt, dass das nur geschehe, um das Unternehmen zu sichern. Aber wenn Sie sich mal den Bilanzgewinn anschauen, dann sehen Sie, dass das auch ganz andere Gründe hat, oder überhaupt mal die Bilanz anschauen. Nicht, das sind, ein jedes Unternehmen sollte eigentlich verpflichtet sein, eine solche Externalitätenbilanz zu publizieren. Dann könnte man ungefähr sehen, was mit dem Unternehmen los ist. Natürlich werden Unternehmen gleicher Branche nur miteinander vergleichbar sein, aber man kann dann Unternehmen mit gleicher Branche vergleichen und kann danach auch eine relative Besteuerung einsetzen. Und nicht eine 0815-Besteuerung, gleich was das Unternehmen an Externalitäten, passiven oder aktiven Externalitäten produziert, die Besteuerung festlegen. Das ist Unrecht. Wichtig ist selbstverständlich, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, der kreative Vorgriff auf die Zukunft für die Unternehmensplanung, Marktforschung, Markterschließung, Teile des Marketing. Genaue Kenntnis der Wettbewerber, das ist eine typisch von den Japanern eingeführte Strategie von den Japanern eingeführt, die Wettbewerbsvorteile verschaffen kann. Ja, worauf kommt es eigentlich an? Wenn ich alles zusammenfasse, dann kommt es darauf an,
aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten zu machen. Ich habe es Ihnen schon mal gesagt, wir haben wahrscheinlich in der Bundesrepublik 100.000 Führungskräfte zu viel und 10.000 Führungspersönlichkeiten zu wenig. Und ich glaube, dieser Weg, den ich aufgezeigt habe, wenn der in allen wesentlichen Punkten gegangen wird, dass dann aus Kräften Persönlichkeiten werden. Eine Persönlichkeit unterscheidet sich von einer Kraft dadurch, dass die Führungskraft ausschließlich die Interessen des Unternehmens exekutiert, also ausschließlich die ökonomische Verantwortung trägt. Und macht die Führungskraft Schremp oder wie auch immer heißen. Wenn einer das Kapital ins Zentrum stellt, das Kapitalinteresse ins Zentrum stellt, dann ist er eine Führungskraft. Eine Führungspersönlichkeit, die hat immer auch ethische Aspekte, wie jede Persönlichkeit, nicht nur Führungspersönlichkeit, wie jede Persönlichkeit, ethische Aspekte, die ihr Handeln mitbestimmen. Sei es den Aufbau von Vertrauensfeldern, sei es aber auch andere Formen sozialer Verantwortung. Vor allen Dingen aber, denke ich, ist die Orga, und jetzt darf ich wieder auf mein Lieblingsthema zu sprechen kommen, ist die Realisierung der Biophilie, den ernsthaften Willen, eigenes, fremdes Leben eher zu mehren als zu mindern, die Voraussetzung zur Persönlichkeitswerdung eines Menschen. Und wenn ein Mensch dieses nicht nur will, sondern wenigstens auch gelegentlich tut und sich abends vor dem Schlafengehen fragt, wo habe ich am ehesten Leben gemehrt und wo habe ich am ehesten Leben gemindert, das ist eine ganz einfache Frage, die in 2 Minuten zu beantworten ist. Aber wenn sie regelmäßig geschieht, werden sie langsam und sicher vom biophilen Wollen ins biophile Handeln kommen. Und dass wir alle dahin kommen, das wünsche ich mir und Ihnen.